Willkommen bei mir, dem Thorsten Ratoto, beim Clan True Warriors. Ja, Hilfe, 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 ich brauche dringend eure Hilfe und bei uns ist das totale kleine Chaos ausgebrochen, denn wir haben die letzten beiden CKs, nervig, verloren. Auch wenn der letzte sehr, sehr knapp ausging, aber bei uns sind halt einige auf RH10 gegangen, RH11 gegangen und wir können auch hier ruhig, denke ich mal reinschauen. Denn unsere Bases haben oben gar nicht mal so schlecht gehalten, aber der Gegner hat es so ein kleines bisschen besser gemacht. Auch wenn die oben immer noch 2 auf sind, 3 auf sind oder 2 sind ja auf. Haben wir hier, ich will mal sagen, so kleinere Schwachstellen, denke ich mal, in den CKs drin. Und ich steige trotzdem mal ein hier in diesen etwas älteren CK. Also wir werden auf jeden Fall in den neueren CK springen, denn ich will ja auch die True Warriors nicht vergessen. Also deswegen auch so ein bisschen Chaos hier. Ich kämpfe ja an so vielen Fronten und weiß eigentlich gar nicht genau immer, was zeige ich nicht. Zeige ich Clankrieg, zeige ich Taktiken. Denn es hat auch heute Abend oder gestern jemand unter die Kommentare geschrieben, Mensch, mach mal mehr Farmfolgen, aber sind wir mal ehrlich, Farm, das macht ihr ja selber. Das mache ich auch, das wird auch auf die Dauer langweilig, auch mir wird das dann so ein bisschen zu langweilig. Ich brauche CK-Action und deswegen schauen wir uns hier den Angriff vom Graf Dracula auf die Nummer 12 an. Auch wenn wir hier verloren haben, haben wir schöne Dreier geholt und ihr seht mal eine etwas andere Kombination hier, wie man das machen kann. Denn der Dracula entscheidet sich hier erstmal für einen Queen Walk. Und ich denke mal, sein Fokus liegt dann natürlich auf der Luftabwehr, die jetzt schon mal, ja, da ist sie schon mal weg. Wie er das mit dem Feger macht, weiß ich noch gar nicht. Und Clanburg ist ja auch schon mal hinüber. Und ja, okay, die Base ist A, nicht so stark. Und B, sind beide X-Bogen auf Boden gestellt. Und das ist natürlich top, also für einen Luftangreifer. Das hat er hier auch gemacht an der Stelle und er macht das auch sehr, sehr gut. Muss ich sagen, den King hat er immer noch nicht raus hier. Ich weiß gar nicht, was der mit dem King gemacht hat. Ich habe den Angriff noch nie gesehen hier. Ich habe nur gesehen, ist ein Dreiständer gewesen und das war es eigentlich. Aber im Moment tun wir uns im oberen Bereich schwer, denn die Tashira, die beste Nachtdorfspielerin Deutschlands, die tut sich im normalen Dorf relativ schwer, greift ganz, ganz spät an, also Tesch. Greif einfach ein bisschen eher an, denn die ist auch genauso wie ich. Sie ist vielleicht 1-2 Wochen weiter als ich. Rathaus Level 11 und hat natürlich nur Rathaus Level 10 Truppen. Und ist sich da sehr, sehr unsicher, was Angriffe angeht. Aber wir haben heute Abend so ein bisschen diskutiert und es bringt ja nichts, wenn jemand sagt, ja, ich kann euch nicht helfen. Ich bin zwar CK-fähig, aber helfen kann ich euch gar nicht. Und das ist einfach nicht so, denn wir müssen ein bisschen vorankommen hier, wir machen einfach weiter, so muss man es ja sagen. Und wenn dann einer sagt, ja Leute, ich helfe euch nicht, ich hole dann nur einen Stern auf den RH10 oder RH11, dann das lässt sich doch üben. Ich bin ja auch ganz, ganz frisches RH11 hier, also glaubt man nicht, dass von mir hier die Wunder erwartet werden. Ja, ich habe auch schon mal einen 2er auf den 10er, als 10er auf den 11er geholt, aber sind wir ehrlich, so richtig prall war das auch nie mit mir und ihr seht das hier, meine Base ist auch, ich habe es heute Abend auch mal geschrieben, ich bin ja jetzt wieder CK-fähig, das heißt, ich bin grün im Clan, ich bin im Clan-Wurm mit drin und klar, meine Base ist Grütze. Erster Aufruf an euch, ich suche noch eine CK-Base, eine richtig gute CK-Base mit Rathaus innen, also keine Anti-3-Stern, wo das Rathaus draußen ist, wie ich es beim RH10 hatte, sondern ich suche dringend eine RH11 Base für einen Clankrieg, also gerade so RH11 wäre wirklich, wirklich super, wenn mir jemand vielleicht einen Screenshot schicken könnte oder ein Bildchen oder einen Link oder was auch immer. Also Screenshots dann an totoclashed1@gmail.com oder
auch gerne den Link einer RAF-Base, CK-Base, wenn ihr sie mir preisgebt. Das ist ja auch immer so ein kleines Geheimnis hier. CK-Bases, OO, die gebe ich mal nicht preis, aber ich muss dringend eine haben, wo das Rathaus innen ist, also eine Anti-2-Stern-Base, denn der Gegner ist bei uns bock schwer. Kann man nicht anders sagen. Wir haben hier zwar relativ viele Elfer drin, ihr seht das hier, aber der Gara und der Kuyo sind bei uns 10 Halber und ich als frischer Elfer und auch die Tesch als noch nicht wirklich guter Elfer sind hier etwas oberhalb gerankt und der Gegner hat hier, ich weiß nicht, 4 oder 5 eher Elfer mehr. Also hier ist noch ein Elfer. Aber ihr seht das hier zwischen den Zählern steckt auch mal wieder ein Elfer, aber auch nicht so stark. Also das ist zum Beispiel was für Tesch oder für mich. Die war sicherlich, die kann man super 3-Sternen hier, gar keine Frage. Egal, der stellt seine Base ja noch um. Aber ich denke mal, das ist natürlich super zu machen hier mit 3 X-Bogen auf Level 5. Da habe ich keinen Schiss mehr vor mit meiner Army, mit dem Warden jetzt vor allen Dingen. Und sicher ist das ne, 1209 CK-Sterne. Und so eine Army hier, der ist viel, viel besser als ich. Aber ich denke mal, so eine Base hier, die kann ich auch noch hinkriegen. Und aber ganz, ganz krass wird das wieder hier im unteren Bereich. Ne? Wir gucken uns hier mal den 20er an. Das ist bei uns ein RH9. Ja, das ist bei den Jungs hier ein RH10. Auch wenn er noch nicht so stark ist. 240 Truppen hat er trotzdem schon. Und hat auch 5 Zauber. Also, da werden wir uns schwer tun. Da werden wir uns schwer tun. Und deswegen, also mein Aufruf an euch, ja, um uns auch mal den Elfer hier anzuschauen. Das ist natürlich ein Opfer für unsere RH8er hier. Gar keine Frage. Ein X-Bogen. Und der Rest Grütze hier. Deswegen mein Aufruf an euch. Ich brauche eine RH11-Base und wir werden hier alles geben. Wir haben hier ganz, ganz viel diskutiert heute Abend. Aber ich denke mal, alle, die hier so ein bisschen resignieren und sagen, ich pack das nicht und ich kriege meine Truppen nicht wirklich zusammen. Natürlich nicht. Ich doch auch nicht. Hallo? Ich habe jetzt einen Warden auf Level 5 und der Rest bei mir ist, ja, ihr seht das, er hat 10. Also, aber ich bin Kriegsreil. Ich bin Kriegsreil, ich will CK spielen und deswegen an die Natascha hier, bleib bei uns. Du bist ein cooler Typ. Du passt zu uns richtig gut. Und bloß nicht stagnieren. Das haben die anderen auch gesagt. Und von daher alles easy. Aber ich würde sagen, ich habe ja heute Abend gesagt, viele Fronten. Und eure Bitte oder meine Bitte an euch, schickt mir eure Bases, schickt mir eure coolen CK-Bases hier. Bis morgen, ja, Mittag, Nachmittag. Ich habe noch ganz viel Zeit, meine Base zu bauen. Aber ich will hier auch einen Clan nicht vernachlässigen, denn es ist der Clan True Warriors 2. Da bin ich ja auch aktiv und auch die fragen natürlich immer mal wieder, Toto, machst du mal ein Video von uns und zeigst die letzten 2 CKs? Ja. Aber die letzten 2 CKs waren auch bei den True Warriors 2 eher einfach, hätte ich fast gesagt, denn wir haben beide CKs relativ locker gewonnen, aber der nächste ist ganz, ganz ähnlich wie dieser hier. Und während ich meine Elgato hier ans Fliegen bringe für euch, zeige ich euch einfach mal so einen Angriff, wie ich im Moment so farme. Das ist relativ das gleiche geblieben und von daher ist es, es war, glaube ich, ich glaube, es waren 3 Sterne, oder? Ich spule das mal eben vor. Ja, das sieht ganz gut aus. Also meine Ressourcen gehen hoch. Zweites Lager übrigens nur zu eurer Information. Geht auch hoch. Ich habe das da angedroht. Alles geht hoch hier, so wie ich es geplant habe. Und es läuft wirklich, wirklich gut hier. Ich bin hier mit einer Truppe unterwegs, die ich euch die Tage mal ein bisschen näher vorstellen will. Denn die sind wirklich gut und ich habe sie ein bisschen vernachlässigt. Und daher ein kleiner Sprung in mein R8 auch hier. Also ich bin mal wieder beim Chief, beim Clan True Warriors 2 jetzt. Also wer bei mir neu im Kanal ist, ich springe immer mal wieder zwischen meinen Accounts hier. Und irgendeiner hat heute mal
geschrieben: Ah, Toto, wie viele Accounts hast du eigentlich? 7 Stück? Ja, ich habe 7 Stück, die euch bekannt sind, aber ich habe auch noch Accounts, die kennt ihr nicht. Die kennt ihr einfach nicht und die will ich auch noch nicht preisgeben oder ich möchte sie nicht preisgeben. Und ich bin hier auf dem Rathaus 8 Account, der wird demnächst Rathaus 9, wenn mein 6er, 7er Rathaus 8 wird. Also so wird das in etwa laufen. Und ich habe mir heute Abend eine Base angeguckt. Ja, die werde ich vielleicht schaffen, vielleicht auch nicht. Aber wir haben hier die ähnlichen Probleme wie beim Clan True Warriors 2. Denn wir haben jetzt 2 Elber dabei. Und ich habe heute Abend schon mal geschrieben, Leute, das wird sowieso schwer. Denn der hier, der, wie heißt er eigentlich? R.J. Jones, das ist ein Elver. Den werden natürlich hier bei uns, ja, ich denke mal so 8er irgendwo 3ern, 7er, 8er werden den 3ern. Aber ihr seht das hier, der hat 230 Truppen. Und jetzt gucken wir uns die Truppen auch mal an. Ja, also der hat hier die Drachen auf 6. Der wird in jedem Fall unsere 10er, denke ich, da oben 3ern. Mit Warden, Queen und dem King. Das war einfach nur so ein bisschen meine Prognose. Und wir haben, glaube ich, hier, muss mal eben schauen, ja, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber die haben 2 solche Accounts dabei und das ist natürlich echt schwer, die überhaupt zu schaffen. Also die werden unsere 4 Zehner hier oben, glaube ich, relativ locker 3ern. Und wir gucken uns hier aber zu Anfang auf dem Tablet hier, ja, es kommt gut rüber, glaube ich, die Software hat nochmal ein Update bekommen heute Abend, also Memo Play ist jetzt ganz, ganz neu. Gucken wir uns hier einen 3er vom Killerwal. Der ist auch fürchterlich nett, habe ich jetzt mal so festgestellt. Es sind ja alle nett hier. Ja, aber wir hatten eine kurze Konversation und wo es darum ging, wer macht was, wer macht wen. Ich habe so ein paar versucht, in den True Warriors 1 Clan hier reinzuziehen, aber will keiner rein hier. Also der Helmchen war der Einzige, der gesagt hat, ja, ich kann noch kommen, aber da war unser CK leider schon laufen bei den True Warriors 1. Und schade auch, Helmchen, wir hätten dich gerne mal dabei gehabt, gar keine Frage, aber was noch nicht ist, kann ja auch werden und das wird auch. Dafür sind wir hier so ein bisschen so eine kleine Familie. Ja, und ich habe heute Abend gesehen beim Sky, der hat sich ja auch gewünscht, so ein bisschen so diese Familiengeschichten so ein bisschen zusammenzuführen. Also ich habe sein Video geschaut und fand seine Vorschläge, die er da gemacht hat oder die ihr gemacht habt, die er ja weiterreicht, wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Da waren richtig tolle Sachen dabei, wo ich gesagt habe, ja, das kannst du machen, das musst du machen. Und von daher fand ich natürlich auch solche Geschichten hier gut mit Clanburg immer dabei. Nee, die Helden waren es, die Helden. Helden immer dabei im CK. Und auch, ja, das, was ich mir eigentlich wünschen würde, Clanburg. Kleinerer Timer oder von mir aus auch ein Boost. Denn ihr habt das heute gesehen, beziehungsweise gestern gesehen in meinem Farm-Video. Ich habe immer schneller die Truppen angefordert, als dass meine Clanburg fertig war. Also so ein Clanburg-Boost wäre auch nicht schlecht. Und der Killerwal macht das richtig gut auf dieses Rathaus hier. Also der CK hier sah auch noch oder ist richtig gut. Wir haben die letzten beiden CKs hier gewonnen. Und die True Warriors 2 Leute. Oftmals, ja, ich weiß es, es sind viel, viel Abonnenten hier in unseren beiden Clans drin, also vor allen Dingen in True Warriors 2, aber seid nicht wegen den Abonnenten hier, sondern seid wegen uns hier, wegen den True Warriors, also wegen den echten Kriegern. Lasst mich ganz, ganz außen vor, ich bin mit euch dabei, aber es ist kein Grund hier reinzukommen, nur weil der Toto hier clasht, muss man ganz klar so sagen. Und schönes Ding hier, also wir führen im Moment 22-0 und ich habe mir gedacht, ich mache heute Abend einen Drachenangriff. Ja, ich mache einen Drachenangriff, tatsächlich mit meinem RH9 auf diese Base, die ist jetzt nicht so super stark. Na, wo ist sie? Da ist sie. Und ich gucke mal, dass ich so ein bisschen gegen den Feger komme. Ich denke, das wird mir irgendwie gelingen. Diese Armee habe ich mal am Start, also eine typische RH8. CK-Armee und der hat hier 5er Devs und ein Tod muss ich ja sterben.
Denn er hat ja die drei Devs hier direkt in der Diagonalen stehen und eine muss ich wegmachen. Eine muss ich wegmachen. Die Frage ist nur, welche? Welche mache ich weg? Ich mache die weg, die am weitesten von meinen Truppen weg ist, wo ich anfange hier reinzukommen. Und das ist diese hier. Ja, ihr seht das jetzt gerade. Bam, bam, bam. Und da kommt der Erdbeben noch mit drauf und dann ist diese Luftabwehr hier schon mal Geschichte. Und dann schicke ich jetzt mal ganz in Ruhe hier meine Drachen rein, denn die 3 Minuten hier reichen mir ganz, ganz sicher für diese Base hier. Also die R8er, so ein bisschen aufgepasst hier. So kann man es machen. Und so ein bisschen erzähle ich ja auch so nach dem Motto, boah, der Toto, der erzählt hier so, als wenn das immer ein Dreier wird. Nein, das wird natürlich nicht immer ein Dreier. Aber so ein bisschen Erfahrung bringe ich ja nur mit. Und kann dort etwas für so eine Taktik entgegensteuern. Ich setze hier jetzt schon mal mein Gift und jetzt, ich hau einfach mal mein Wut rein. Denn irgendwas wird ja jetzt aus der Clan bekommen. Nein, da kommt gar nichts. Oh, hurra. Da kommt gar nichts. Und ihr seht die Masse an Truppen hier, die ich hier in der Base habe. Ich lasse hier jetzt außen einfach mal meinen King laufen. Den zünde ich sofort. Dann habe ich richtig viel Truppen in der Base hier. Und lenke hier schon mal so ein paar Sachen ab, damit meine Drachen, vor allen Dingen hier oben, ich gehe da mal ein bisschen näher rein, in der Base bleiben. Ja, die bleiben jetzt schön in der Base, fliegen schön mittig rein. Und ich hab sogar noch die Loons hier. Also so kann man es machen. Nur mal für die Rathaus 8er, die so ein bisschen neu sind, so ein bisschen Taktiken suchen. Klar, für einen Rathaus 8er sind die Drachen auf Level 3 hier die OP-Truppe. Und ich habe ja gesagt, ich habe überhaupt kein Zeitproblem hier. Auch das muss man immer wieder ein bisschen einrechnen. Und ich denke mal, das war ein schöner Dreisterner hier auf diese Base hier. Auch wenn die Luftabwehr noch nicht so stark ist, sichere 3 Sterne waren das erstmal. Und ja, ich muss jetzt ein bisschen planen, welchen ich eigentlich als nächstes machen kann. Die Vernickwehr ist schon ein bisschen heftiger, muss ich sagen. Vor allen Dingen mit Lufttruppen. Und ich glaube, ich entscheide mich mal hier für meine Bodentruppe, die ich noch nicht zusammen habe. Ah, das ist eine Eventtruppe. Deswegen baue ich meine Bodentruppe nach hier für Rathaus 8. Das sind hier unten die Hogs und die Golems. Und nehme auch die richtigen Zauber mit. 3-mal Heil, 1-mal Gift. Und schaue mal, wie das hier so wird. Also es sieht noch ganz gut aus, aber lasst euch nicht täuschen. Der CK hier wird bock schwer. Ist einfach so. Und zum Abschluss, ja, ich habe jetzt 2-mal den Killerwal drin. Das ist auch ein bisschen doof. Dann beschweren die sich wieder. So nach dem Motto, der Killer ist 2-mal dabei. Nein, der Killer ist nur 1-mal dabei. Wir nehmen den Ragnar hier mit rein. Den Hocke aus unserem 2-1, also sein 2. Account hier, geht auch immer weiter. Also ihr seht das hier unten. 13er. Heldenpärchen, also auch so ganz, ganz langsam, so ganz im Stillen, macht der Hocke auch bei seinem RH9-Account hier seine Helden. Und das merkt man auch, denn der macht auch hier immer wieder so ein ganz, ganz, das ist nur minimal kleinere Bases oder schwere Bases von ihm aus gesehen. Wir müssen ja immer den Charakter betrachten. Ragnar gegen den, wie heißt er eigentlich, Prodip. Und sind beides RH9er, aber der Ragnar hier, ja, ich weiß nicht genau, wie der Prodip aussieht mit seinen Truppen, mit seinen Helden, aber 13er Pärchen hat der Ragnar hier schon. Und das ist schon, ja, das ist schon was anderes, als wir vor noch 2, 3, 4 Monaten gesehen haben, wo er immer mit den 10er Helden hier am Rumeiern war. Und die Helden spielen hier nach wie vor eine große Rolle. Und vor allen Dingen für den 3-Sterner hier. Ich denke mal, der war in Ordnung. Also doch nicht so viel Chaos hier wie beim Clan True Voice 2. Aber seht es mir nach, Leute. Ich habe euch nicht vergessen, aber ich kann auch nicht immer alles aus allen Sachen zeigen. Und auch wenn die Fragen da sind, denn irgendeiner hatte gefragt, Mensch, Toto, nimmst du die beiden letzten CKs auf? Nein, ich nehme die letzten beiden CKs nicht auf, denn die waren so eindeutig, ihr
könnt das hier mal schauen. Das lohnt sich einfach nicht. Ja, also ein 43-28 und 43-13, da wisst ihr selber, was da in etwa los war. Und das muss ich nicht aufnehmen. Ich weiß, dass ihr alle gut angegriffen habt. Das wissen wir jetzt auch, weil das Ding hier grün ist. Und ich denke, das ist auch erstmal gewesen. Warum greifst du immer so weit oben an, Baba Hüß? Ah, okay. Da muss ich mich gleich mal rumkümmern. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem für den Samstagmittag gefallen. Ich habe heute einen einzigen entdeckt, der hat gesagt, ich freue mich schon auf heute Abend. Also heute Abend ist ja für euch Samstagabend. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum freut er sich eigentlich auf heute Abend? Ja, ich glaube, heute Abend ist ja wieder ein Streamabend. Und ich habe es noch nicht angekündigt, mal sehen, ob ich es noch schaffe oder nicht. Sonst starte ich den vermutlich wieder kurzfristig. Ah, ihr seid echt so cool. Ihr seid echt so cool und ich kann dann auch nicht anders als euch entgegenkommen, wenn ihr mir entgegenkommt. Also bitte, ich brauche eine RH11 CK-Base und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich doch heute Abend im Stream. Natürlich freue ich mich auf euch, gar keine Frage. Ich bin immer gern bei euch und wenn meine Community bei mir ist, dann ist der Toto auch bei euch. Überhaupt kein Ding. Bis dahin. Euer Toto. Flashed.